So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Momentan bin ich noch am Hochladen von vielen alten Folgen Ramses Kitchen auf dem Balkon mit der alten Kamera. Jetzt habe ich mir gedacht, aus aktuellem Anlass, ich möchte mal dieses Monster vorstellen. Das habe ich heute ganz neu, ganz frisch, ganz aktuell im Rewe gesehen, ist momentan im Angebot, ist in der Werbung. Wollte das eigentlich auch auf dem Balkon machen. Mit der neuen Kamera, damit ihr mal diesen qualitativen Unterschied seht zwischen alt und neu. Und dann wollte ich natürlich erstmal, dass alle alten Folgen wegkommen, dass nur noch Folgen mit der neuen Kamera kommen. Aber ich war gerade draußen, ich wollte gerade anfangen zu filmen. Ich habe schon wieder gemerkt, es war so windig. Heute ist nicht der beste, der schönste Tag, es ist total windig. Das legt sich wieder aufs Mikrofon, dann ist der Ton wieder richtig kacke. Gerade wo ich auf Play drücken wollte, ging drüben die Balkontür auf, da sind die Nachbarn wieder raus, jetzt rauchen die wieder. Es ist jedes Mal mit Störungen verbunden und allem drum und dran. Also sitze ich jetzt hier, werde das doch jetzt einfach hier drin in Ruhe gemütlich machen. Und da mache ich nämlich abends auch immer die Essensvideos, wenn ich da irgendwas Besonderes habe. So, ich wärme auf jeden Fall in der Community ein. Das ist der Dubstep Rayman, ne? Der ist absoluter Monster-Freund, Monster-Sammler. Der hat ja gesagt, er hat schon alle Monster-Sorten getestet. Da muss er die jetzt natürlich auch testen. Ich bin mal gespannt, was er für eine Meinung hat, wie das schmeckt, wie das bei ihm abschneidet. Unleash the Beast, das ist ein Monster Juiced Energy plus Juice. Also kein reiner Energy, sondern Energy mit Saft gemischt. Das erste Mal auch, dass das Monster-Logo nicht hier groß drauf ist, sondern wir haben ein Bild von einer Frau mit blonden Haaren, die einen Apfel in der Hand hat und auf dem Apfel ist das Monster-Logo. Vom Design her ist es auf jeden Fall auffällig, fand ich sehr interessant, da habe ich gedacht, das nimmst du mal mit, das willst du jetzt mal testen. Ich habe noch nie eine Monster Energy Sorte getestet hier, aber die möchte ich jetzt mal hier zeigen. Juiced Monster Bad Apple Energy Drink, koffeinhaltig, Fruchtsaft, Erfrischungssaftkonzentraten, Fruchtsaftkonzentraten, Taurin, Carnitin, B-Vitamine, Zucker und Süßungsmittel. Das ist also keine Zero-Variante, es wird natürlich süß sein. Wir werden das Ganze dann in Sernesto-Glas einschenken. Versuchen damit einmal wegzutrinken, aber für den Geschmackstest möchte ich jetzt erstmal die Dose öffnen. Zack, einmal die Dose öffnen, einmal kurz so einen kleinen Nipper nehmen. Da habe ich auch kurz im Kühlschrank gehabt. Man kennt ja, wenn man irgendwas trinken will mit Apfel, die meisten gerade im Energy-Bereich machen immer saurer Apfel. Es muss immer eine super saure Sorte sein, die einfach nur mega sauer ist. Das finde ich, geht auch schon wieder in eher eine saure Richtung, aber hat trotzdem was Liebliches und Süßes zugleich. Ich bin ja bekennender Apfelliebhaber, ich bin Bananenhersteller, ne Liebhaber, ich bin ja alles. Aber das ist auf jeden Fall ein Apfel, den ich trinken würde, den ich genießen könnte, wo mir das Saure nicht zu viel ist, wo mich das nicht stört. Aber trotzdem bin ich jetzt kein großer Monster Energy Freund, der da hier ständig Monster Energy trinken muss. Ne? Ist ja auch nicht gesund, aber Bad Apple, warum der jetzt so böse ist, weiß ich nicht. Für mich ist es ein Good Apple, deswegen, ich finde ihn interessant, wie die Farbe aussieht. Sehen wir jetzt vielleicht, wenn wir den mal hier einschenken. Sieht aus wie richtig trüber Apfelsaft. Richtig mostartig, die Farbe so richtig bäh oder wie eine. Eigentlich sieht es aus wie Spezi. Wenn du so ein Cola-Mischgetränk hast aus Cola und Orange, dann hast du vielleicht so eine braune, gammelige Farbe. Wir müssen auch noch ein Thumbnail machen. Also, wir halten diese Dose hier rein, wir halten uns da rein machen. Das ist dann das Thumbnail, wieder mal dumm und bescheuert zugleich. Ich weiß einfach nicht, wie ich hier drin Thumbnails machen soll, deswegen. Mach mal die Thumbnails anders. Wie findet ihr das Dosendesign? Schreibt es mal in die Kommentare. Beziehungsweise, ich hätte es auch mal so rum zeigen können hier. Seht ihr hier also, Apfel, Frau, Blondine, Juice, Monster, Energy, zack, zack. Das ist alles sehr hochwertig, sehr genial und nicht so stumpf. Ich trinke das jetzt schnell weg, dann ist mir wieder schlecht. Ich würde sagen, wenn ihr das kennt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Monster-Liebhaber seid, schreibt es rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.
hat auch nicht zu viel Kohlensäure, kannst du also auch gut so trinken und es ist trotzdem erfrischend und sauer und süß und bitter und alles zugleich. Also ich finde es gut, kann ich empfehlen, wer gerne Energy Drinks trinkt, probiert mal den Bad Apple.